Heute beschäftigen wir uns mit ein paar Besonderheiten oder Eigenschaften der mittelhochdeutschen Syntax, die sich teilweise durchaus mit dem Neuhochdeutschen decken, aber die wir hier noch einmal gesondert ansprechen wollen. Insbesondere deshalb, weil das Mittelhochdeutsche durch den Einsatz von Nebensätzen sehr stark gekennzeichnet ist. Das heißt, ein Hauptsatz kann eine ganze Reihe von Nebensätzen einschließen. Und mit diesen beschäftigen wir uns. Und zwar zunächst mit den Einleitungen von Nebensätzen, die sehr vielzahlig sein können im Mittelhochdeutschen. Zunächst einmal indirekte Fragesätze. Also die werden dann natürlich, wie wir das auch im Neuhochdeutschen kennen, mit Fragepronomina eingeleitet. Wer, was, welch, wedder und so weiter. Also wedder, welcher von beiden oder auch ob. Frageadverbien wie war oder war. Und zwar heißt das nicht wer, wo man vielleicht drauf kommen könnte, vor allem durch dieses R am Ende, sondern wo und wohin. Also war, das R zeigt an, dass es sich hier um das Adverb wohin handelt. Wir, wenne, Vorsicht, auch hier heißt wenne nicht wenn, sondern wann. Wannen, woher und wande, warum. Des Weiteren Relativsätze, die mit Relativpronomen wie der, du, das eingeleitet werden oder auch swer, swas, swelch, swedda. Da sehen Sie, dass hier vor die Fragepronomina ein S gesetzt ist und diese Pronomina weisen darauf hin, dass es sich um einen größeren Kontext handelt. Und zwar im Sinne von wer, was, welcher von beiden, und zwar wer auch immer, was auch immer, welcher auch immer. Ja, das sozusagen wird eine Allgemeinheit ausgedrückt. Sehr häufig finden wir das bei Textanfängen und sentenzenhafter Rede. Also wer auch immer dies und das, dann dies und das. Ja, also eine sehr allgemeine Aussage wird ausgedrückt, kommt relativ häufig vor. Gerade bei schwer muss man aufpassen, dass man das nicht wie mit schwer zum Beispiel übersetzt, ne, aus einer falschen Assoziation heraus. Swannen gehört noch dazu. Swar, wohin auch immer. Swar, wo auch immer. Ja, Sie sehen auf alle diese Fragepronomina können Frageadverbien und Fragepronomina kann dieses S davor gesetzt werden und das verbreitet dann den Kontext. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe von Konjunktionalsätzen, die wir auch genauso aus dem Neuhochdeutschen kennen. Deswegen habe ich hier, um zur besseren Illustration Ihnen einmal ein paar neuhochdeutsche Beispiele mit hinzugesetzt. Konditional, ein sogenannter Bedingungssatz: Wenn es regnet, dann werde ich nass. Konzessiv, ein Einräumungssatz: Obwohl es regnet, werde ich nass. Kausal, ein Begründungssatz: Ich bin nass, weil es regnet. Konsekutiv, ein Folgesatz: Es regnet so stark, so dass ich nass werde. Ein Temporalsatz, also der mit der Zeit verbunden ist: Solange es regnet, werde ich nass. Und ein modaler Satz, das heißt ein Satz der Art und Weise: Ich bin so nass, als ob es geregnet hätte. Und solche Konjunktionalsätze gibt es selbstverständlich auch im Mittelhochdeutschen, die mit einer Vielzahl von Pronomina und Adverbien eingeleitet werden können. Und einige von denen schauen wir uns ein bisschen genauer an, beziehungsweise auf die weise ich Sie insbesondere hin. Und das sind hier diese fettgedruckten. Aber die ganze Liste dieser Einleitungen von Konjunktionalsätzen, die hier nicht abgeschlossen ist, sollten Sie sich anschauen und vertraut machen und in den Texten, die Sie zum Beispiel in den Tutorien lesen oder auch für sich eben zu Hause mal wieder schauen, was ist das jetzt hier für eine Einleitung. Zum Beispiel also, also und als kommt sehr häufig vor, ist eine modale Einleitung, also genauso wie, ganz wie, so wie, also Art und Weise. Da, lokal, ja, da, dort oder auch wo kann es heißen, jeweils nach dem Kontext des Satzes. Danne, dann und denne, modal. Als, also vergleichend, zum Beispiel nach Komparativ, ja, größer als. Dann das, kausal, deshalb oder auch durch das. Da muss man sehr genau aufpassen, also das oder damit oder auch konsekutiv so das. Do, eine sehr häufige
Einleitung von Nebensätzen so lange wie oder während, zum Beispiel temporal oder auch temporal damals oder als, dann, nachdem, in dem und kausal, zum Beispiel auch als weil dann zu übersetzen. Doch konzessiv, also obgleich oder wiewohl, Einräumungssatz, durch das, kausal, wegen, deshalb und weil, um Willen, sagt man auch. Also um Gottes Willen, durch Gott, ja, wegen Gott oder hier passt nicht deshalb, das wäre, wenn ein das folgt, aber durch Gott, können Sie sich ganz gut merken, heißt um Gottes Willen. Nüvan, konzessiver Anschluss, außer das, außer wenn, ausgenommen, ja, also eine ausschließende Bedeutung. Oder auch nune finden Sie auch, als, also temporal, als, wie nun, nachdem nun, jetzt oder auch kausal angeschlossen, da nun. Hier geht es noch ein bisschen weiter, ob, konditional, wenn, falls oder auch konzessiv, wenn auch, wenn gleich und kausal, da nun. Sam, alsam, modal, in gleicher Weise wie, mit Konjunktiv aber auch, als ob, wie, wenn. Sieht das temporal, das ist auf der Folie etwas verrutscht, dafür entschuldige ich mich, seitdem oder auch nachdem, kausal kann es auch sein, da und weil. Ist ein bisschen ähnlich wie das englische since, was auch in diesen zwei Bedeutungen vorkommen kann. So, modal, so wie, temporal, dann, als wenn, und auch also temporal konditionale Verbindungen. So und je, also so je, modal, je, desto. Ja? Also je größer, desto schneller zum Beispiel. Svanne, Svenne, temporal, wann auch immer, oder, dann, wenn oder sobald als. Svir, achten Sie hier auf diese vorgesetzten S, ne? Also dieser größere Kontext, wie auch immer, ganz so wie, temporal, so wie, dann, wenn. Oder auch konzessiv, wiewohl, obgleich. Da sehen Sie schon eine relativ große Bandbreite. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, sich den ganzen Satz anzuschauen, sich ganz genau zu überlegen, was ist das hier für eine Geschichte zum Beispiel, die er erzählt hat, um welchen Art von Sachverhalt geht es. Ja, wer ist die sprechende Person? Und damit bilden sich ja auch so etwas, wenn Sie sich so ein bisschen in den Text eingelesen haben, Publikumserwartung, das heißt, Sie haben eine gewisse Erwartung an den Hergang der Geschichte und das ist auch wichtig, ja, um den Text zu übersetzen. Also nicht Vers für Vers, sondern immer Satz für Satz. Schauen Sie sich erst den ganzen Satz an, gucken Sie, wo fängt der an und wo ist der zu Ende und wie ist der Satz aufgebaut. Wo ist der Hauptsatz, wie viele Nebensätze gibt es und wie werden diese Nebensätze eingeleitet. Zum Schluss dann noch Wande und Wann, kausal, wenn, da und weil. Auch eine sehr häufige Nebensatzeinleitung. Schauen wir uns noch weitere Besonderheiten der mittelhochdeutschen Syntax an. Genitivkonstruktionen. Ja, Genitiv, das ist im Neuhochdeutschen so ein Fall, der mittlerweile immer weniger benutzt wird. Im Mittelhochdeutschen ist er noch sehr, sehr verbreitet und vor allem eben der Objektgenitiv, Genitivus Objektivus auf Latein, das heißt, also bezogen auf das Verb, ja, wird dieser Genitiv benutzt und der ist im Mittelhochdeutschen noch sehr viel häufiger, als das im Neuhochdeutschen der Fall ist, vor allem in dem Bereich, dem Bedeutungsbereich des Begehrens, Genießens und Redens. Zum Beispiel, einer Frau will begehren, eine Dame begehren, eines Turniers genießen, in einem Turnier erfolgreich sein, eines Dinges gedaggen, eine Sache verschweigen. Ja, also hier mit Genitivkonstruktionen, die sich auf das Verb beziehen, also ein Objektgenitiv darstellen. Und die kann man dann im Neuhochdeutschen nur sehr umständlich im Genitiven ausdrücken. Sie übersetzen das genauso, wie sie es gewohnt sind, also in ein angemessenes Deutsch der Gegenwart. Das ist sozusagen das Ziel einer neuhochdeutschen Übersetzung eines mittelhochdeutschen Textes. Und da kommen wir hier im Neuhochdeutschen mit Genitivkonstruktionen nicht weiter. Aber wichtig ist, dass Sie die im Mittelhochdeutschen erkennen. Genitivus, Partitivus bezeichnet einen Teil-Ganze-Relation auch relativ häufig. Zum Beispiel der Genitiv bezogen auf das Substantiv, er entharrt derselben nicht, er hat kein Glück. Ja?
Also er hat von dem Glück nicht ein Teil. Ja? Also er hat am Glück nicht teil. Das ist damit gemeint. Ja? Genitivus Partitivus. Er hat kein Glück. Bezogen auf Pronomina, wer Herren zu dem Tage kam, welche der Herren an dem Tag ankamen. Also diejenigen Herren, die an den Tag ankamen, taten das und das. So würde es dann weitergehen. Ein Objektgenitiv, er aß das Brot und trank dazu eines Wassers, das er fand. Er aß das Brot und trank dazu das Wasser, das er fand. Also er trank von dem Wasser etwas. Von dem Wasser, das er gefunden hatte, trank er etwas. Ja? Das ist dieser Genitivus Partitivus, eine teilganze Relation. Der Subjektgenitiv, do fiel ihm us des Walben Nest des Mistes in die Augen. Ein seltsamer Satz, aber seltsame Sätze findet man in literarischen Texten natürlich häufiger, zum Beispiel in metaphorischen Zusammenhängen, aber hier ist das wohl sehr wortwörtlich gemeint. Da fiel ihm von dem Mist in dem Schwalbennest etwas in die Augen. Ja, also ein Teil des Mistes, das sich in dem Schwalbennest befand, das fiel ihm in die Augen. Genitivus, Partitivus. Dann haben wir noch den Genitiv der Relation bzw. des Bezuges. Hier ein Beispiel, das im Prises Niemens gelichen mag, dass ihm niemand in Bezug auf seinen Ruhm gleichkommen kann. Ja, also hier wird ein Bezug zwischen zwei Sachverhalten hergestellt. Also der Bezug, der eigene Ruhm und der Ruhm von anderen Personen werden hier verglichen und das wird mit einer Genitivkonstruktion hergestellt im Mittelhochdeutschen. Eine besondere mittelhochdeutsche Konstruktion, die auch eine rhetorische Figur sein kann und deswegen hat sie auch einen Begriff aus der griechischen Rhetorik, die nennt sich Apokoinou. Apokoinou bedeutet vom Gemeinsamen und zwar passiert das oder ist das damit gemeint, wenn ein Satzteil sich sowohl auf das Vorhergehende, einen vorhergehenden Sachverhalt, als auch auf einen folgenden Sachverhalt bezieht. Dieser Satzteil nennt sich Koinon. Zum Beispiel im Neudeutschen verwenden wir das auch, gar nicht so selten, machen uns das aber natürlich nicht bewusst. Zum Beispiel in dem Satz, lass uns am Eingang treffen. Eigentlich grammatisch richtig wäre, lass uns am Eingang treffen. Ja? Auch die Konstruktion, lass uns die anderen am Eingang treffen. Ja? Also das wäre sozusagen das Pendant dazu, lass uns die anderen am Eingang treffen. Aber wenn wir uns sozusagen gegenseitig dort treffen, nicht die anderen, sondern wir sind gemeint, dann müsste an der Stelle von die anderen eben ein weiteres uns wiederholt werden. Das tut man aber nicht, weil es eben diese verkürzte Konstruktion gibt, die man Koinon nennt. Apokoinou nennt. Dieser Satzteil nennt sich Koinon. Also hier in dem Fall, das uns ist das Koinon. Und diese Konstruktion kommt im Mittelhochdeutschen tatsächlich gar nicht so selten vor. Und vor allem ist das der Fall in der Heldenepik. Und das liegt einfach auch daran, dass wir dort eben sehr häufig diese Langzeilenstruktur haben. Ja, also diese zäsurierte Langzeile, Sie kennen das aus dem Nibelungenlied. Dort haben wir darüber gesprochen. Und wir haben auch schon in der ersten Strophe so eine Apokoinou uns angesehen. Hier nochmal weitere Beispiele und auch noch ein Beispiel aus der Kudrun, das eben auch ein mittelhochdeutsches Heldenepos ist. Später als das Nibelungenlied, aber eben doch in dieser Tradition. Das Beispiel aus der Kudrun, mit siner blöder Kräfte hätt er aufgezogen, mannig starke Strahle, schoß er us dem Boggen. Ja, man könnte daraus zwei Sätze machen, mit siner blöder Kräfte hätt er aufgezogen, mannig starke Strahle, und der zweite Satz, mannig starke Strahle, schoß er us dem Boggen. Das wird aber nicht gemacht, diese Wiederholung wird aus dem Weg gegangen, indem hier mit dieser Apokoinou-Tradition, eine rhetorische Tradition, eine sprachkonventionelle Tradition aus literarischen Texten, kann man hier das Ganze halt verkürzen. Und so, dass sich das Koinon, mannig starke Strahle, sowohl auf mit siner blöde Kräfte er aufgezogen bezieht, als auch auf schoß er us dem Boggen. Mit seiner geringen Kraft hat er mit seiner sehr geringen Kraft hat er viele starke Pfeile aufgezogen.
Und die starken Pfeile schoss er mit dem Bogen. Da muss man dann schauen, wie man das dann in die Übersetzung hineinbekommt. Apokoinu haben wir zwar noch, haben wir gerade gesehen, lass uns am Eingang treffen oder lass uns am Eingang treffen dann richtigerweise. Aber in diesen großen Konstruktionen, da haben wir das in der Regel, also in der gesprochenen Alltagssprache nicht. Deswegen muss man sich in einer verschriftlichen Übersetzung dann entsprechend auch helfen. Also zum Beispiel mit einem Anschluss diese, ja. Diese schoss er mit dem Bogen. Nicht, dass man dann das eigentliche Koinon dann nochmal wiederholt. Ein weiterer Satz, jetzt aus dem Nibelungenlied. Du sprang von dem Gesiddele, Herr Hagene, also sprach. Da sprang Herr Hagen von dem Sitz auf und sagte, das wäre eine gute Übersetzung. Hier, Herr Hagene, ist das Koinon, bezieht sich auf den Satzteil davor und den Satzteil danach. Sie trugen für die Tür 7000 Toten, wurfen sie dafür. Ja? Sie trugen 7000 Tote heraus und warfen sie vor das Tor. Hier gut, auch wieder mit und anzuschließen. 7000 Toten, das ist das Koinon. Davon ward ihm kund der Wille seines Kindes, was ihm harte leid. Dadurch erfuhr er von dem Vorhaben seines Kindes und dieses missfiel ihm sehr. Auch hier wieder ein guter Anschluss mit und. Das funktioniert meistens ziemlich gut. Und das war es auch schon wieder. Hier ein paar Besonderheiten der mittelhochdeutschen Syntax zu besprechen. Sicher könnte man noch sehr viel mehr über mittelhochdeutsche Syntax, auch theoretische Worte verlieren. Viel wichtiger ist aber, dass Sie die Syntax aus der Lektüre heraus üben, Satzteile bestimmen, Sie schauen, wo ist das Subjekt, wo sind die Objekte, welche Prädikate gehören, wohin. Was ist ein Hauptsatz, was ist ein Nebensatz, wie werden die Nebensätze eingeleitet. In der Praxis macht man sich mit der Syntax vertraut. Theoretisches Wissen lässt sich dann nur zu einem gewissen Teil applizieren. Das Wichtigste haben Sie in diesem Video sich jetzt anschauen können. Und nun gehen Sie wieder zurück in die Lektüre und wenden Sie das theoretisch erworbene Wissen an.